Hi Leute und willkommen zu einer weiteren Folge von App Review. Heute stelle ich euch die App Manager vor. Die App ist von Kabel Deutschland und wie der Name schon sagt, kann man dort sein Fernsehprogramm managen. Man kann über diese App eine Fernsehsendung aufnehmen und das ohne dass man den Receiver, der jetzt von Kabel Deutschland zur Verfügung gestellt wurde, ein- oder ausschalten muss. Also, es geht ganz einfach mit der App. Und ja, die App ist wie immer gratis. Und ihr findet sie im Apple App Store. So, die App gibt es natürlich auch schon von diversen anderen Anbietern. Also von der Deutschen Telekom und von anderen. Und jetzt seit kurzem auch von Kabel Deutschland. Ja, die App ist recht nett und es erspart einem den Weg zum Fernseher und man kann von unterwegs aus, wenn man Internet hat, eine Sendung aufnehmen. Der einzige Haken ist, die Sendung, wenn man eine Sendung aufnehmen will, dann kann man die Sendung zwar sofort aufnehmen, aber es muss mindestens 20 Minuten zwischen dem Aufnahmezeitpunkt, also wo die Aufnahme beginnt, und dem Startpunkt der Fernsehsendung sein, weil sonst packt es der Receiver nicht wegen der Datenmenge, die übermittelt wird. Jo, schauen wir doch einfach mal rein. So, also hier seht ihr eine recht schöne Benutzeroberfläche und jetzt kann man hier einfach mal zum Beispiel anfangen mit TV-Programm. Öffnen wir einfach mal die Rubrik TV-Programm. Und jetzt sehen wir, hier zeigt er uns das Fernsehprogramm von das erste HD an, für die nächste Zeit. Und hier können wir über die Buttons weiter zu ZDF, HD, RTL HD und so weiter übergehen. Und wenn wir zum Beispiel mal ganz standardmäßig die Tagesschau aufnehmen wollen, öffnen wir die Tagesschau. Und hier sehen wir den Aufnahmeknopf zwischen dem Merk- und dem Finden-Knopf. Dann hier oben werden nochmal ein paar Informationen darüber angegeben. Jo. Wenn wir auf Aufnehmen klicken, lotst er uns zu dieser Seite. Dort müsste man sich jetzt anmelden, was ich jetzt im Moment nicht mache. Und dann werden die Daten an euren Kabel Deutschland Receiver geschickt. Und der nimmt dann das gewünschte Programm, in diesem Fall Tagesschau, für euch auf. So, dann hier bei Select Video kann man eben Videos downloaden von Kabel Deutschland und sie sich dann anschauen. Gibt es auch von anderen Anbietern schon, ist nicht so umfangreich, aber auch eine nette Funktion, die den Filter eingebaut haben. Hier Highlights werden wie immer Highlights im TV angegeben und da kann man sie eben schauen, was läuft jetzt die Rubrik, wie verschicken sie Aufnahmen. Also hier sind auch weitere Rubriken, die nur so Unterpunkte der Hauptrubrik sind. Also die Hauptfunktion dieser App ist, das TV-Programm aufzunehmen, ohne dass man den Receiver starten muss. So, das war es eigentlich schon von mir. Ich hoffe, euch hat die Review gefallen. Schreibt es wie immer in die Kommentare. Und jo, ein Daumen nach oben wäre cool. Und jo, bis zum nächsten Mal. Ciao.